Es ist noch gar nicht so lange her, da war ein Affe in den Medien, der seinen dritten Arm jetzt nicht nur bewegen konnte, das kann er schon seit mehreren Jahren, sondern der in einem virtuellen Raum tatsächlich auch damit fühlen konnte. Man muss nicht weit an diesem Gedanken entlang denken, um auf diese ganz enormen Möglichkeiten zwischen in der Kommunikation zwischen Neuron und Computerchip zu kommen. Prothesen, Betriebssysteme, ganze Science-Fiction-Leben von genau dieser Idee. Darüber sprechen wir mit dem Biophysiker Peter Frommherz vom MPI München. Und er forscht seit 1985 an der Schnittstelle zwischen Neuron und Computerchip. Ja, wir haben sehr früh, von heute aus gesehen, sehr früh angefangen, die Grundlagen zu studieren zwischen Nervenzellen und den Elementen von Hirn mit Transistoren und Kondensatoren und Elementen vom Computer. Also von einer ganz mikroskopischen und nanoskopischen Ebene dieses Problem anzugehen. Im Fall des Affen und eigentlich auch überhaupt spricht man von BCIs, von Brain-Computer-Interfaces, von Gehirn-Maschinen-Schnittstellen. Das Hirn ist ja relativ groß. Im Vergleich dazu machen Sie wirklich Grundlagenforschung. Sie forschen am einzelnen Neuron. Was braucht ein Forscher, um auf dieser Ebene Transistoren und Neurone zu erforschen? Das deckt ein weites Gebiet natürlich ab. Auf der einen Seite muss man sich mit dem Festkörper beschäftigen, mit den Chips. Also man muss die Technik beherrschen, wie man diese Bauteile, Transistoren, Kondensatoren macht oder ganze Arrays von diesen Strukturen macht. Auf der anderen Seite muss man die Zellbiologie, Neurobiologie, Ionenkanäle, Zellgewebe, Hirngewebe beherrschen und dann natürlich die ganze Technologie, wie man das zusammenbringt und untersucht. Und die Folge ist, dass in der Abteilung Membran und Neurophysik hier am Max-Planck-Institut die ganzen Technologien vorhanden waren für dieses Gebiet und auch, dass ganz wesentlich die Studenten, die Doktoranden sich mit einem relativ unglaublich weiten Gebiet beschäftigen mussten, um diese Sachen zu verstehen. Jetzt kann ich mir vorstellen, woher die Chips kommen. Woher kommen die Neurone? Ja, auch mit den Chips ist es nicht so ganz einfach. Wir haben zwei Sorten von Chips verwendet. Die einen Chips haben wir selbst gemacht in einem Reinraum hier, haben die Studenten selbst gemacht. Die hatten relativ wenige Bauteile, Transistoren, vielleicht bis 100. Und die zweite Kategorie Chips wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Infineon gemacht. Da wurde die moderne Chip-Technologie verwendet und da konnten wir die neuesten Chips bis 32.000 Kontaktstellen bauen. Auf der Neuronseite haben wir angefangen mit invertebraten Nervenzellen aus dem Blutegel und der Schnecke, weil die sehr groß sind und man die sehr leicht handhaben kann. Und es sind dann übergegangen zu Zellen aus dem Rattenhirn, die natürlich auch ein bisschen näher an den Problemen sind, wie man es letztlich für humanes Interfacing dann braucht. Von welchen Größenordnungen sprechen wir hier eigentlich? Wie groß ist so ein Neuron und wie groß ist so ein Transistor? Ja, der Maßstab sind natürlich die Nervenzellen. Die Nervenzellen von Ratten oder Menschen sind im Bereich von 10, 20 Mikrometer Durchmesser. Und die Chip-Bauteile wurden dem angepasst. Also wir haben die Größen von den Transistor-Gates und von den Kondensatoren wurden eben auch in dem Bereich gemacht. Nicht viel kleiner, weil das ist für die Kopplung nicht gut. Also ja, die Größen waren auch etwa 10 Mikrometer, ja, im Querschnitt. Im Senkrechtler, wenn man den Kontakt betrachtet zwischen Zelle und Chip, da sind wir im Nanometerbereich. Die Zelle muss sehr nah auf dem Chip sitzen, damit der Chip und die Zelle sich gegenseitig spüren. Auf der linken Seite sieht man das Ganglion eines Blutegels und sehr große Nervenzellen bis 50 Mikrometer Durchmesser. Und die kann man mit der Pipette herausziehen. Und dann auf rechts sieht man das Bild von einem ganz alten Chip, 20 Jahre alt fast. Und da sieht man, wie so einzelne Nervenzelle auf so einem Transistor drauf sitzt. Und mit dem schwarzen Strich ist angedeutet eine Pipette, wie man die dann stimuliert. Ja. Man sieht hier viele Transistoren da drauf, zwei Linien. Und die Pipette sieht man ein Neuron, das so vorrutscht. Das bläst man da drauf. Und wenn man das geschickt macht, kann man das Neuron präzise auf so einem Transistor drauf platzieren. Und wenn ein Student sehr geschickt ist, kann er da einige Neurone platzieren und ein neuronales Netzwerk erzeugen dann. Die Nervenzellen, wenn man die auf einem Chip hat, so wachsen die zwar zusammen zu einem Netzwerk, aber sie rutschen dann rum. Ja.
Und man, um das zu vermeiden, haben wir auf die Chips Käfige gemacht aus Kunststoffen. Und dass man die Neurone in den Käfig reinsetzt und dann können sie nicht mehr wegrutschen und das Interface wird dann stark verbessert. Ja. Mit verbesserter Technik haben wir dann Zellen aus der Ratte genommen. Sie sehen hier eines der schon alten Bilder, ein elektronenmikroskopisches Bild, das eingefärbt ist. Das Blaue ist die Nervenzelle, die auf dem Chip gewachsen ist. Und das Grüne, da sieht man eine lineare Reihe von Transistoren. Ein neueres Bild, ähnliche Sache sieht man hier, auch wieder eine Rattenzelle aus dem Hippocampus der Ratte. Und die Transistoren darunter sind allerdings etwa schon bessere Technik. Man sieht man hier nicht, aber fast 50 Mal besser als die alten. Einfach besser prozessiert durch neuere Technologie. Wie kann denn die Kommunikation überhaupt stattfinden? Also zwischen Neuronen ist es meistens eine chemische Synapse. Es gibt diese Gap-Junctions, bei denen der Strom direkt springt. Ist es vielleicht eher sowas? Wie findet die Kommunikation statt? Bei Gap-Junctions ist ein Loch zwischen den beiden Zellen, da fließt Strom durch. Während zwischen dem Chip und der Zelle fließt kein Strom, weil der Strom im Chip ist elektronisch, das sind Elektronen, und der Strom in den Zellen sind Ionen, Kalium-Natrium-Ionen. Und da könnte Strom nur fließen, wenn man elektrochemische Reaktionen hat, und das möchte man vermeiden, weil das ist nicht gut für die Chips und auch nicht gut für die Zellen. Ja. Und das bedeutet, die Kopplung zwischen Chip und Zelle muss eben ionische Signale von der Zelle in elektronische Signale vom Chip übersetzen und umgekehrt. Und das geht, wie man sagt, kapazitiv. Man lädt eine dünne Isolatorschicht auf dem Chip auf und induziert dadurch ein Signal im Neuron. Oder wenn eine Zelle aktiv ist, erzeugt die eben über diese dünne Isolatorschicht eine Spannung, die Elektronen spüren. Dies ist das Hauptproblem, dass man eben die Signale ineinander übersetzt auf dem Einzelzellbereich. Ja, das ist, das zu verstehen, zu beherrschen, war einer der Hauptaspekte dieser Arbeit. Ja. Und wie lässt sich beobachten, wie die beiden miteinander sprechen? Wenn Nervenzellen aktiv sind, also Aktionspotenzial erzeugen, dann fließt Strom durch die Zellmembran, Kalium, Natrium, Kaliumstrom. Und dieser Natrium-Kaliumstrom, der fließt dann entlang zwischen der Zelle und dem Chip, entlang der Chip-Oberfläche und erzeugt dort eine Spannung, elektrische Spannung. Und diese Spannung erzeugt ein elektrisches Feld über diese dünne Isolatorschicht auf dem Chip. Und dieses elektrische Feld können dann die Elektronen im Chip spüren. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist die, man legt an die Chips, also in dem Fall einen Kondensator, eine Spannung an, die erzeugt ein elektrisches Feld wieder in diesen dünnen Isolatorschicht. Und dieses Feld erzeugt wieder zwischen Zelle und Chip einen elektrischen Strom und ein elektrisches Feld, das die Ionenkanäle in der Zelle spüren und dann Aktionspotenzial erzeugen. Sprechen wir von einem Dialog oder läuft die Information primär von einer Richtung in die andere? Das ist ganz wesentlich, dass man das Interfacing in beide Richtungen machen muss. Also man möchte vom Chip aus die Nervenzellen oder ein neuronales Netzwerk kontrollieren und man möchte die Aktivität einer Einzelzelle oder eines Netzwerks vom Chip aus detektieren. Das Ziel dieser Grundlagenforschung ist eine Kommunikation zwischen komplexer Chip-Architektur und komplexen Netzen herzustellen und auch die Grundlagen dafür herzustellen. Und da ist in der Tat in unserer ganzen Arbeit der letzten über 20 Jahre war immer wesentlich, beide Richtungen zu studieren. Wobei das Recording, also das Messen der Aktivität durch die Chips immer einfacher war als das Stimulieren. Es ging immer 5 Jahre voraus, ja, etwa in der Entwicklung. Aber ganz wesentlich auf allen Niveaus, auf der Ebene der Ionenkanäle, auf der Ebene der Nervenzellen, auf der Ebene der Netzwerke, auf der Ebene des Hirngewebes, war es immer wichtig, beide Sachen zu implementieren. Das heißt, dass diese Impulse von 0 und 1 tatsächlich irgendwann steuernd eingreifen können in eine Zelle, während umgekehrt eine Zelle Informationen aus einem Chip auslesen kann in größerem Umfang? Diese Richtung ist, sagen wir mal, langfristig gedacht eines der Ziele dieser Art Grundlagenforschung. Nicht jetzt gleich mit Chips in den Hirn reinzugehen, in Prothetik zu machen, sondern die Grundlagen zu schaffen, um genau das zu erzielen, was Sie gerade sagen, dass man einen rechenden Chip, der digital arbeitet, kommunizieren lässt in beide Richtungen mit einem
neuronalen Netz und neuronalen Gewebe, das ja mehr so aber in einer noch unbekannter Art und Weise gemischt analog digital arbeitet. Also dieser neuronale Code ist ja nach wie vor nicht verstanden. Ja. Aber dass man genau die beiden Informationsprozessoren verbindet zu etwas, was immer das dann gibt, ja. Ob das jetzt mehr in Richtung Technologie gibt, also Neurocomputing geht, oder mehr Richtung Neurochip, das wird man dann sehen in 20, 30 Jahren, ja. Jetzt arbeiten Sie seit 1985 an genau dieser Schnittstelle. Da hatte ich noch nicht mal einen Computer. Da wusste ich auch nicht, was Moores Gesetz ist. Ja. Wie hat sich denn diese unglaublich rasante Entwicklung im Chip-Bereich auf Ihre Forschung ausgewirkt? Der Anfang, also 1985, war natürlich so gewählt, dass man die Chip-Technologie gerade so weit fortgeschritten war, dass man im Labor damals an der Universität Ulm noch ohne Reinraum einen Chip machen konnte. Ja, das wäre 5 Jahre vorher gar nicht möglich gewesen. Ja. Und die Entwicklung der Chip-Technologie haben wir zum Teil mitgemacht, indem wir unsere eigene Technologie verbessert haben und dann eben durch Kooperation mit Industrie, mit Infineon dann die modernere CMOS-Technik eingesetzt haben. Allerdings mussten wir nicht die allerneueste Technologie verwenden, die in den Nanometerbereich geht, weil die Neuronen ja so groß sind. Das bringt ja dann nichts mehr. Ja. Also insofern hatten wir dann einfach auf der Chip-Technologie mussten wir nicht irgendwann mal konnten wir aufhören. Auf der Neuro-Seite war es auch nicht ganz unwesentlich, dass 1985 die Neurophysiologie, also besonders die Patch-Clamp-Technik, so weit entwickelt war, dass auch ein harmloser Biophysiker das einsetzen konnte im Labor und eben ein Student die beiden Techniken, die neurophysiologische Seite und die Chip-Seite, in einer Doktorarbeit verbinden konnte. Das wäre 5 Jahre vorher nicht möglich gewesen, das wäre einfach zu viel gewesen für einen Doktoranden. Ja. Also insofern war das Timing, glaube ich, sehr geschickt gewählt, gerade mehr oder weniger zufällig, wo das überhaupt technisch möglich war, sowas anzufangen. Ja. Man sieht hier ein lineares Array von Transistoren und hier ein zweites Array und die Zuleitungen. Sie sieht, die ganze Chip-Oberfläche ist fast verplempert für die Zuleitungen. Und man kann damit gar kein großes Netzwerk interfacen, sondern halt die ganze Oberfläche nützt nichts. Und dieses Problem wurde überwunden durch die CMOS-Technik-Chips, die mit Infineon Technologies gemacht wurden. Sie sehen hier in der Mitte ein Quadratmillimeter großes Array mit 16.000 Transistoren. Und Sie sehen rechts unten einen Ausschnitt, dass die ganze Oberfläche nun mit aktiven Kondensatoren belegt ist. Das heißt, man kann hier nun ein neuronales Netz kultivieren und an allen Stellen überall messen, nicht nur an diesen Linien. Und als die Chips dann besser wurden? Als die Chips besser wurden, konnten wir dann eben übergehen. Am Anfang konnten wir ja nur die Wechselwirkung mit großen Invertebratezellen, Blutegel-Schnecke, implementieren, weil die Signale dort größer sind. Und durch die besseren Chips konnten wir dann eben auf Rattenzellen übergehen und auch auf Hirngewebe. Ja. Und der zweite Fortschritt war, dass wir nicht nur an einem Neuron stimulieren und messen konnten, sondern eben ganze Netzwerke mit den Chips untersuchen konnten, Chips, die eben bis zu 32.000 Kontaktstellen dann hatten. Und dann konnte man, elektrische Bilder machen von neuronalen Netzen. Ja. Man sieht hier die Oberfläche dieses Chips mit kultivierten Schneckenzellen drauf. Und man sieht, dass man unter einer Zelle nicht nur einen Transistor hat, sondern gleich einen ganzen Haufen. Man kann also letztlich eine Wechselwirkung eines einzelnen Neurons kartieren. Dann kann man ein ganzes Netzwerk kultivieren. Sie sehen hier, was man hier ist, ein Quadratmillimeter des Chips, also mit 16.000 Transistoren drauf, und ein Netzwerk von etwa 20 Nervenzellen der Schnecke, die zufällig innerhalb von 2 Tagen zusammengewachsen sind. Nun reizt man eine Zelle und kann nun die Aktivität des ganzen Netzwerks beobachten. Und immer wenn ein Neuron aktiv ist, werden die Transistoren darunter merken das. Man sieht die Spannungspeaks, die an der Stelle entstehen, wo ein Neuron gerade Aktionspotenzial macht. Ja. Das ist jetzt das zweite Generationschip dieser CMOS-Generation. Und es hat 2 Komponenten. Das linke Quadrat, blaue Quadrat, sind 400 Kondensatoren zum Reizen. Und das rechte Quadrat sind wieder 16.000 Transistoren zum Messen.
Und rechts unten sieht man nun kultivierte Rattenzellen auf dem Chip. Und das Rauschen der Transistoren war nun so niedrig, dass man die Netzwerkaktivität dieses Netzwerks von Rattenneuronen so messen konnte wie vorher von Schneckenzellen. Durch verbesserte Technologie. In der dritten Stufe, also Einzelneuronen-Netzwerk, in der dritten Stufe haben wir nun Gewebe, Hirngewebe verwendet, aus dem Hippocampus der Ratte Scheiben geschnitten, sogenannte Slices geschnitten und die Slices auf dieses CMOS-Chip gelegt und mit den 16.000 Transistoren Landkarten der Hirnaktivität abgeleitet im Mikrometer- und Millisekundenbereich. Der rote Rahmen deutet an den Bereich, den nun der Chip, der Quadratmillimeter große Chip abdeckt. Und man reizt mit einer Pipette an der Stelle, wo das rote Dreieck unten ist, und beobachtet nun, wie sich die elektrische Aktivität im Hirn ausbreitet, die Aktionspotenziale und die Synapsen. Und jetzt sieht man blau Aktionspotenziale in den Hippocampus reinlaufen. Und jetzt das Rot-Blaue, das sind die synaptischen Ströme. Und oben läuft wieder Aktionspotenzial nach der Synapse wieder hinaus. Und achte wieder den Millisekundenbereich. Man sieht also den gesamten Informationsablauf in dem Hippocampus-Slice im Millisekundenbereich direkt elektrisch mit dem Chip ausgelesen. Wie groß sehen Sie, nachdem Sie sich so lange damit beschäftigt haben, diese Lücke zwischen diesen oder die Diskrepanz zwischen digital und analog? Ich weiß nicht, ob das Problem digital-analog ist. Das gibt es ja auf der elektronischen Seite auch schon. Ja. Das kann man auf der elektronischen Seite beherrschen, ineinander übersetzen. Das eigentliche, für mich jedenfalls unklare, ist, wie eine Signalverarbeitung im Chip, der analog oder digital abläuft, wie man das zu sehen hat im verglichen mit dem, was in einem neuronalen Netz oder überhaupt im Hirngewebe abläuft. Ich meine, man kann versuchen, gewisse Aspekte versucht man ja elektronisch zu simulieren, ja. Aber ob das der wahre Jakob ist, ob man da nicht nur einen Teilbereich der ganzen neuronalen Dynamik dann versucht zu implementieren, elektronisch zu simulieren, das ist mir völlig unklar. Ja. Es gibt ja Tendenzen oder riesige Euro-Projekte, die also versuchen, in den letzten 10 Jahren das Hirn elektronisch zu simulieren. Ich habe das Gefühl, dass man auf der Hirnseite viel zu wenig weiß, was da eigentlich wirklich los ist. Also ich kann das Problem nicht klar formulieren, aber mir scheint verglichen mit dem, was man mit Computern und Chips macht und was im Hirn abläuft, im Hirnbereich, das doch noch, sagen wir, sehr wolkig ist. Ja. Sie hatten es gerade schon erwähnt, diese Blue Brain Projects dieser Welt. Wo stehen wir denn aktuell an der Schnittstelle zwischen Technik und Neuron? Also jetzt mit dem heutigen Datum und natürlich die Science-Fiction-Frage, wo stehen wir morgen? Und die letzte Science-Fiction-Frage, wann wäre denn morgen? Ich meine, was im Bereich der Prothetik gemacht wird mit Metallelektroden oder mit relativ wenigen Metallgeräten im Hirn, ist ja schon sehr erstaunlich, dass man aus dem motorischen Kortex ganz wenige Signale, zufällige Signale ableitet und die durch geschickte Datenverarbeitung und Lernprozesse dann eine Prothese steuern lässt, das ist immer wieder beeindruckend. Und auf der anderen Seite auch bezüglich Stimulieren, wie man für Parkinson-Patienten oder auch bezüglich der Cochlea und neuerdings auch der Retina äußere Signale durch Stimulation ins Gewebe gibt und dass die Patienten hören oder sehen können. Das ist schon erstaunlich, wie weit man kommt mit relativ primitivem Verständnis dessen, was an dem eigentlichen Interface passiert. Ja. Und ich kann eigentlich hoffen, dass wenn man dieses Verständnis auf der zellulären Ebene besser beherrscht und auch übersetzt in geeignete prothetische Strukturen, dass man all das noch viel, viel besser machen kann. Auf der anderen Seite sollte man immer sehen, dass auch die andere Richtung, dass man nicht nur mit dem Computer dem Hirn hilft, sondern mit dem Hirn dem Computer hilft, also Richtung Neurocomputing, dass man da doch vielleicht, wenn man das Interfacing auf großer Skala und vielleicht auch dreidimensional beherrscht, dass man da Datenverarbeitungsmaschinen machen kann, die wirklich
um viele Größenordnungen besser sind, als was ein normaler Computer kann. Aber das ist alles sehr, sehr vage und windig, aber ich glaube, in die Richtung, ich bin keiner, der spekuliert, ich möchte, ich habe immer etwas getan, aber in beide Richtungen wird sehr viel spekuliert und sehr viel geschrieben und ich habe vor 10 Jahren das alles für eher windiges Gewäsch gehalten, habe aber mich bekehrt, ich glaube, von den beiden Richtungen, so die Richtung, die wir machen von unten her und die Medizinerkollegen mehr, die von oben her da dran gehen, wenn das fusioniert in 10, 20 Jahren, dass doch ungeahnte Dinge möglich sind. Und die Zeitskala, also hybride Computermenschen zu machen, da würde ich sagen, das ist sicher nicht in absehbarer Zeit möglich, aber eben sehr komplexe prothetische Strukturen und komplexe hybride Computer, das halte ich schon Zeitskala 20, 50 Jahre für denkbar. Ja. Herr Frommers, herzlichen Dank.